2 Stunden, 3 Stunden, unter 15 Stunden, 15 Stunden, Tätigkeit neben einer vollen Erwerbsminderungsrente. Was gilt denn nun? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte erst kürzlich in einem Short-Video angeteasert. Zu dieser Frage möchte ich nochmal Stellung nehmen. Ich bekomme immer wieder, das schon seit Jahren, ganz, ganz viele Anfragen zum Thema, was heißt denn das nun? Muss ich mehr als 3 Stunden, darf ich mehr als 3 Stunden, mindestens 3 Stunden, unter 3 Stunden, unter 15 Stunden oder 15 Stunden in der Woche arbeiten? Zähle ich dann immer noch als vollerwerbsgemindert oder nicht? Oder wie ist die Rechtslage? Kann ich neben einem Minijob 520 Euro oder 450 Euro noch eine Pflegetätigkeit ausüben? Bin ich dann auch noch vollerwerbsgemindert? Und auf diese Fragen möchte ich mal in diesem Video einfach mal Stellung nehmen. Ich denke mal, hier ist viel Aufklärungsbedarf, aber ich muss auch dazu sagen, es wird auch viel Unsinn im Internet verbreitet, viel Halbwissen verbreitet, auch Halbwahrheiten verbreitet. Und wir als Rentenberater und auch als Rechtsanwälte, wir halten uns bitte immer an das Gesetz. Das ist immer das Entscheidende. Mich interessiert also überhaupt nicht, was in irgendeinem Forum da drin steht oder irgendeiner gemeint gehört zu haben oder gesagt zu haben oder ein guter Freund oder eine Freundin bei der Kaffeerunde ihm erzählt hat, ja, ich kenne da jemanden, bei dem ist die Rente aberkannt worden, weil er neben dem Minijob noch seine Mutter gepflegt hat. Ja, meine Damen und Herren, dann zeigen Sie uns doch bitte mal diesen Bescheid, wo das drin steht. Eines kann ich Ihnen sagen. Ich habe in der Kombination, wie ich es gerade eben genannt habe, Minijob plus Pflege, seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit als gerichtlich zugelassener Rentenberater und Rechtsanwalt bin ich schon viel länger, seit 2001, Rentenberater bin ich seit 2012, noch nie einen Aufhebungsbescheid gesehen. Also mir liegt sowas nicht vor, kenne ich nicht. Vielleicht haben Sie jemanden, der einen solchen Aufhebungsbescheid hat. Dann schicken Sie uns den mal zu. Ich bin mal gespannt, was da drin steht. Aber ich habe bis heute, einen solchen Aufhebungsbescheid noch nie bekommen. Meine Damen und Herren, und ich will einfach mal in das Gesetz reingehen. Wir gucken uns das einfach mal ganz entspannt an. Und zwar im Paragraphen 43 SGB 6. Ich habe hier gerade noch den Paragraph 3 SGB 6 auf den komme ich auch gleich nochmal zurück. Also, wir gucken uns einfach mal hier in dem SGB 6, ja, hier haben wir es, SGB 6, den Paragraphen 43 an. Und Paragraph 43, der regelt hier die Rente wegen Erwerbsminderung. Oh, und wir haben in Paragraph 43 zwei grundsätzliche Arten von Erwerbsminderung, und zwar in Paragraph 43 Absatz 1 die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Und wir haben im Paragraph 46 Absatz 2 die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Hier steht's. Ne? So. Und hier steht dann auch drin, Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie voll erwerbsgemindert sind. Jetzt werden Sie natürlich sagen, ist ja ein tolles Wort, aber was bedeutet voll erwerbsgemindert? Ja, und dann gucken wir einfach mal in den Satz 2, also Absatz 2. Satz 2 rein und hier steht, voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts. Und jetzt kommt's, mindestens 3 Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Und hier steckt auch noch ein Wort drin, was extrem wichtig, erwerbstätig zu sein. Ja? So, jetzt gucken wir uns das also nochmal an. Voll erwerbsgemindert bin ich immer nur dann, wenn ich wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit, also eine Zukunftsprognose, länger als 6 Monate, so sagt man im Allgemeinen, nicht in der Lage bin, mindestens 3 Stunden zu arbeiten. Ja, was heißt denn das, mindestens 3 Stunden zu arbeiten? Das heißt, der Gesetzgeber hat hier eine Stundenzahl festgelegt, 3,0. Wenn ich 3,0 habe, also wenn ich ein Restleistungsvermögen von 3 Stunden habe, bin ich nicht mehr voll erwerbsgemindert. Das ist der Umkehrschluss aus diesem Gesetz. In diesem Gesetz steht im Umkehrschluss drin, wenn ich weniger als 3 Stunden täglich nicht mehr arbeiten kann, bin ich voll erwerbsgemindert. Wenn ich aber 3 Stunden täglich
bezogen auf eine 5-Tage-Woche, täglich meint bezogen auf eine 5-Tage-Woche, erwerbstätig bin, liegt keine volle Erwerbsminderung mehr vor. Dann liegt nur noch teilweise Erwerbsminderung vor. Und jetzt schauen wir uns das mal. Und deshalb ist doch die Frage 3 Stunden und 15 Stunden damit doch voll geklärt. Wenn ich also 3 Stunden am Tag arbeiten kann, bin ich nicht mehr voll erwerbsgemindert. Wenn ich 15 Stunden in der Woche arbeiten kann, bin ich nicht mehr voll erwerbsgemindert. Wenn ich einen Minijob habe, 520 Euro, meine Damen und Herren, und die Deutsche, dann wird es nie sein, oder was heißt nie, würde ich nicht sagen, aber dann wird es in der Regel nicht sein, dass die Deutsche Rentenversicherung hier prüft, ob sie an einem Tag 5 Stunden arbeiten, den nächsten nur 2 Stunden, den anderen 3 Stunden und den nächsten 4 Stunden. Das prüfen die nicht. Sondern die setzen dann voraus, dass hier, oder die nehmen es als gegeben hin, die Deutsche Rentenversicherung und auch die anderen Rentenversicherungsträger, dass sie sich hier immer noch im Rahmen der gesetzlichen Stundenvorschriften, nämlich unter 3 Stunden halten, meine Damen und Herren. Das ist die eindeutige Rechtslage und da brauchen wir auch nicht mehr lange rumzufabulieren und auch nichts, das ist einfach so. So sieht es das Gesetz vor. Wenn ich also mindestens 3 Stunden erwerbstätig bin unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes, bin ich nicht mehr voll erwerbsgemindert. Liege ich da drunter? So steht es ja dann meistens auch in den Bescheiden drin. Ja, da steht drin, es wird festgestellt, dass Sie voll erwerbsgemindert sind. Haben Sie nur noch ein Restleistungsvermögen von unter 3 Stunden pro Arbeitstag. Das meint bezogen auf eine 5-Tage-Woche. Eine völlig andere Frage ist es, wie viel Geld ich innerhalb dieser unter 3 Stunden verdiene. Also Sie können meinetwegen im Monat damit 5.000 Euro verdienen. Dann heißt es aber nicht, dass Sie deswegen Ihre volle Erwerbsminderungsrente verlieren. Nein, meine Damen und Herren. Ihre volle Erwerbsminderung besteht dann weiter fort. Diese 5.000 Euro werden dann nur auf die EM-Rente angerechnet im Rahmen der Vorschriften des § 96a SGB VI. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz spannenden Thema. Ja, und ich habe ja hier dieses Wort erwerbstätig mal angemarkert. Sie sehen das mit der Maus mal ein bisschen so, dass Sie sehen, das Gesetz, die Erwerbsminderungsrente, geht immer von einer Erwerbstätigkeit aus. Wenn ich also 520 Euro verdiene, Minijob, und ich halte mich im Rahmen dieser Stundenvorgaben, dann ist das eine Erwerbstätigkeit, aber eben nicht mehr als 3 Stunden, unter 3 Stunden. Ja? Beim Minijob zum Beispiel, bei der geringfügig versicherungspflichtigen Beschäftigung, nach SGB IV haben wir sogar eine Stundenzahl von 10 Stunden. Und jetzt gibt es ja Leute, auch ich verstehe das auch völlig, dass sie da verunsichert sind, die sagen, naja, ich habe jetzt einen Minijob, 520 Euro, und dann pflege ich noch meinen Ehegatten. Pflegegrad 2. 10 Stunden in der Woche. Jetzt schauen wir uns das mal an, was das eigentlich ist, diese Pflegetätigkeit. Ja, jetzt gehen wir mal in das nichtamtliche Verzeichnis des SGB VI wieder rein und gucken in den Paragraphen 3. Gucken Sie mal hier. Da haben wir die Antwort. Paragraph 3, sonstige Versicherte, Satz 1, Nummer 1. Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der Sie eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 wenigstens 10 Stunden wöchentlich verteilt auf regelmäßig 2 Tage in der Woche in Ihrer häuslichen Umgebung nicht erwerbsmäßig pflegen, Klammer auf, nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Und mein Fokus richtet sich auf diese vier Worte in dieser Klammer. Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen. Das merken wir uns jetzt mal. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in den Paragraphen 43. Gucken Sie mal hier, was da in dem Paragraph 43 Absatz 2 Satz 2 steht, erwerbstätig zu sein. Ja, meine Damen und Herren, damit ist doch die Frage auch schon beantwortet.
Ist denn die Pflegetätigkeit eine Erwerbstätigkeit? Nein, meine Damen und Herren, wenn die Pflegetätigkeit, die Sie ausüben, neben dem Minijob und dem Bezug der vollen Erwerbsminderung, sich in dem Rahmen der Vorschriften des Paragraph 3 Satz 1 Nummer 1a hält, dann liegt ja eine nicht erwerbsmäßige, keine Erwerbstätigkeit vor, weil sie nämlich nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen sind. Die Pflegetätigkeit im Umfang dieser gesetzlichen Vorschrift ist de facto wird de facto als Nichterwerbstätigkeit bewertet. Insoweit interessiert die deutsche Rentenversicherung und die anderen Rentenversicherungsträger überhaupt nicht, ob sie da diesen einen oder vielleicht noch einen zweiten pflegen. Das interessiert die einfach nicht, weil es nämlich keine Erwerbstätigkeit ist, so wie es nämlich im Paragraphen 43 Absatz 2 Satz 2 drinsteht. Bewertet wird nämlich immer nur eine Erwerbstätigkeit. Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage, bin ich verpflichtet als Versicherter, als EM-Rentenbezieher, diese Pflegetätigkeit zu melden? Wenn es nur darum ginge, dass Sie daraus möglicherweise im Rahmen des Zulässigen dieses Pflegegeld bekommen, dann nein. Das müssen Sie nicht melden, auf keinen Fall. Aber was Sie melden müssen, ist zumindest den Tatbestand, dass wenn Sie diese Tätigkeit aufnehmen, eine neue Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente eintritt. Das gilt insoweit so lange, als Sie die Tätigkeit bei Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze ausüben. So ist die Rechtslage. Das heißt also, wenn Sie jetzt diese Tätigkeit ausüben, müssen Sie keine Sorge haben, dass die deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Rentenversicherungsträger, der für Sie zuständig ist, Ihnen Ihre EM-Rente wegnimmt. Ich habe in meiner Praxis, schon mal eingangs erwähnt, so etwas noch nicht erlebt. Wenn Sie sowas erlebt haben, dann bitte lassen Sie sich das, oder wenn Sie sowas gehört haben oder jemand meint, sowas gehört zu haben, dann lassen Sie sich bitte das von diesen Leuten einfach zeigen, dass die deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Rentenversicherungsträger hier die entsprechenden Bescheide erlassen hat, um die Erwerbsminderungsrente oder die volle Erwerbsminderungsrente dann aufzuheben oder in eine teilweise Erwerbsminderungsrente umzuwandeln. Im Grundsatz ist es so, die deutsche Rentenversicherung wird anlassbezogen immer nur prüfen. Das heißt also, wenn der Rentenversicherungsträger erfährt, dass es hier Änderungen in ihren tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen gegeben hat, dann wird sie das prüfen. Aber ohne Anlass gibt es aus meiner Sicht keinerlei Prüfungsanlass, hier die EM-Rente zu überprüfen. Aber, das ist meine Rechtsauffassung, ich weiß natürlich nicht, was der ein oder andere Sachbearbeiter bei der deutschen Rentenversicherung dann so denkt, wenn er zum Beispiel mitbekommt, dass sie einen Minijob ausüben und eine Pflegeperson oder einen nahen Angehörigen noch pflegen. Da könnte man vielleicht auf den Trichter kommen und sagen, naja, da arbeitet ja mehr als 20 Stunden. Ja, im Paragraph 3 sind es ja 10 Stunden, die man eine nicht erwerbsmäßige Pflege ausübt. Aber da können Sie den Mitarbeiter der deutschen Rentenversicherung oder anderen Rentenversicherungsträger, Knappschaft Bahnsee oder wie auch immer die Leute da heißen, einfach vors Auge schmeißen, Jungs, guckt doch einfach mal in den Paragraphen 3 rein, ich übe eine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit aus, die ist nicht, das ist keine mit dem Begriff der Erwerbstätigkeit nach Paragraph 43 SGB 6 gleichzustellende Tätigkeit. Insoweit müssen Sie sich darüber eigentlich keine Sorgen machen. Aber wie das immer so ist im Leben, es kann sicherlich auch die Möglichkeit bestehen, dass die Rentenversicherung bei Ihnen im Einzelfall prüft und Ihnen vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, die Rente wegnimmt. Ich hoffe, ich konnte mit diesen klarstellenden Worten nochmal für Rechtssicherheit sorgen. Lassen Sie sich bitte im Internet, lassen Sie sich bitte nicht verunsichern über irgendwelche Einträge im Internet, über irgendwelche Foren. Ich würde raten, suchen Sie auch nicht danach, suchen Sie auch nicht nach der passenden Antwort für Sie, denn es wird niemals oder kaum zu 99% eine passende Antwort geben, denn Ihr Sachverhalt, den Sie haben, ist ein völlig anderer Sachverhalt
ihres Nachbarn oder es ist ein völlig anderer Sachverhalt, der vielleicht mich betrifft in Sachen Erwerbsminderungsrente. Also bitte Sachverhalt nehmen und dann gehen Sie dazu zu einem Rentenberater oder einer Rentenberaterin, die sich damit auskennt und lassen das prüfen. Aber ich sage es auch gleich, gehen Sie bitte nicht in solchen Fällen zu einer Rentenberatung bei der deutschen zur deutschen Rentenversicherung oder Ihrem zuständigen Rentenversicherungsträger, dann werden Sie nämlich da die schlafenden Hunde wecken. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Kommentare und auch auf Ihre Erlebnisse im Umgang mit der deutschen Rentenversicherung, mit Ihren Fällen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.